Von heute an versammeln sich tausende Computerexperten und Internetaktivisten in Hamburg. Zentrales Thema beim viertägigen Jahrestreffen der Hackervereinigung Chaos Computer Club ist die ausufernde Überwachung durch den US-Geheimdienst. In mehreren Vorträgen soll es um Gegenmaßnahmen wie Verschlüsselung und Anonymisierung gehen. Die Organisatoren rechnen mit einem Besucherrekord. Sie erwarten ein Drittel mehr Teilnehmer als im vergangenen Jahr. Stille Post beim Chaos Computer Club. Ein analoges Nachrichtensystem für die Teilnehmer des Jahreskongresses. Datenpakete sollen dadurch abhörsicher von Raum zu Raum geschickt werden. Passend zum großen Thema der Konferenz, der Überwachung des Internets und der Sicherheit der eigenen Daten. Nach den Enthüllungen von Edward Snowden wissen wir jetzt, wie der Überwachungsapparat aussieht, der alle Bürger weltweit abhört. Jetzt haben wir als Bevölkerung die Möglichkeit, überhaupt erstmal darüber zu diskutieren, was dieser Apparat ist, ob wir diesen wollen oder gar abschaffen möchten. Vorher hatten wir diese Möglichkeit nicht. Darum ist jetzt dieser Zeitpunkt gekommen, darüber zu diskutieren, wie wertvoll unsere Freiheitsrechte für uns sind. Denn Informationen sollen frei sein, private Daten müssen sicher sein. Nach dieser Ethik arbeiten die Hacker seit dem ersten Chaos Communication Congress vor 30 Jahren. Immer wichtiger dafür die Kryptographie, das Verschlüsseln von Daten. Mit Mathematik und mit freier Software müssen wir uns nicht auf die Bundesregierung verlassen, um unsere Daten zu schützen, sei es vor der NSA oder sei es von den auch großen Gelüsten, die es jetzt bei uns in der Regierung gibt, an unsere privatsten Daten zu kommen. Ein Tipp von Kryptografen, die Eingabe von HTTPS beim Aufrufen von Websites. Durch das zusätzliche S für Secure werden Daten verschlüsselt, die Sicherheit um ein Vielfaches gesteigert.